This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ja, das Thema. Ich habe hier von Carinthia den Survival Down 1000 Schlafsack mit Daune im. 1000 Gramm Daune sind da drin. Im Grunde habe ich drauf geguckt und dachte, oh, ein Defense 4. Wollen wir mal gucken, ob der Survival Down 1000 der bessere Defense 4 ist? Wenn euch das interessiert, seid dabei. Ja, ich habe da bis jetzt diverse Nächte drin geschlafen. Ich war sehr neugierig. Ich bin ja nicht so, nur weil ich sage, der Carinthia Defense 4 ist überhaupt nicht meins. Der funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass ich generell sage, alles von Carinthia ist Schrott. Die haben coole Sachen und das ist ja nicht so, dass man daher das ganze Ding immer bashen sollte. Das haben viele nicht verstanden, als ich damals dieses Video hier oben gemacht habe. Ja, da war ich auch ein bisschen, habe ich so gedacht, so, das musste ich jetzt mal kundtun, dieser Hype. Immer wird das so vieles gehypt hier in Deutschland und dann erzählen und plappern alle das nach. Darum habe ich gedacht, ich habe viele Produkte von Carinthia, gerade im Jagdbereich habe ich diese den Jagdansatz, Sack, Loden, Jacken und sowas. Und das sind coole Sachen, die die haben. Und ich finde dann nicht, kann ich sagen, generell alles Müll. Nein, ganz im Gegenteil. Daraufhin habe ich gedacht, ich gucke mir mal die Down-Version des Defense 4 an, der sich hier als Carinthia Survival Down 1000 darstellt. Er wird sehr, sehr viele Leute sicher sehr ansprechen, weil genau dieses Modell hier ist eigentlich ein Defense 4 auf Steroiden. Also genau das, was man sich eigentlich wünscht. Ja, ich habe jetzt einige Nächte drin geschlafen. In allen möglichen Verbindungen, draußen, ohne Zelt, einfach nur so mit Tarp. Auch im VW-Bus bei ziemlich tiefen Temperaturen auf der IWA habe ich im VW-Bus gepennt. Nachts keine Heizung an, einfach nur so und auch ein Lüftungsfenster offen. Wir hatten satt minus 5 Grad in Nürnberg und ich war froh, dass der schön mollig warm ist. Ja, was ist mir an ihm aufgefallen? Erstmal ist er warm genug, dass man sagen kann, ja, er ist genau das, was man dachte, wenn andere Leute dir über den Defense 4 erzählen, was der Defense 4 sein müsste. So stelle ich mir das vor. Er ist robust, da musst du nicht drauf aufpassen. Das ist ein Schlafsack, der einfach bodenständig ist aus meiner Sicht und funktioniert. Es gibt für viele ist es ein Aspekt, die sagen, sie möchten einen weiten Schlafsack haben. Ich bin da eher so, wenn es kalt wird und dafür sollte er sein, dann kann er ruhig noch ein bisschen enger sein. Dieser Schlafsack ist sehr komfortabel weit, gerade im Kopfbereich. Und da hätte ich mir gerne gewünscht, dass der da etwas mehr modifiziert wird.
da kann er ruhig aus meiner Sicht ein bisschen engere Kapuze haben. Das fände ich zum Beispiel gut, weil es zieht auch gut hier rein, wenn man das nicht stramm zuzieht, weil dieses Loch ist immer gleichmäßig groß vorgegeben. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein. Das ist echt Schiete, weil die Klettis für den Innen, für die innere Abdeckleiste, die sich hiermit verbindet, an der gleichen Stelle ist wie die Außenabdeckleiste. Das heißt, wenn man die hätte versetzt gemacht, dass die einfach mal um ein paar Zentimeter um den halben Satz hochgesetzt werde für die innere Abdeckleiste, dann könnte die sich nicht die innere mit dem äußeren hier zusammenkletten und würde sich nicht ständig verhaken beim Zuziehen, so dass man immer einhakt. Das ist deutlich misslungen, möchte ich das mal sagen, weil man einfach, es hakt immer, es hakt sich auch immer zusammen. Da gibt es, seht ihr das, feinere Lösungen. Die Daune, die hier verbaut wird, so wie ich das herausgehört habe, ist das eine Daune mit 600 Cubic Inch Qualität. Und da muss ich ganz klar sagen, hätte ich mir in diesem Preissegment, weil das ist wahrlich kein günstiger Schlafsack, und ich habe absolute Vergleichsmodelle. Ich wollte die hier jetzt nicht hinlegen, um, damit das wieder geht. Ja, der ist ja voreingenommen. Nein, aber es ist definitiv so, und das könnt ihr euch mal hier angucken. Diese Daune hat ganz, ganz wenig Aufstellvermögen. Das heißt, diese Delle hier, die bleibt jetzt so drinne. Und das liegt daran, dass die Qualität der Daune hier nicht sehr erhaben ist. Dieser Schlafsack kostet je nach Shop knapp 600 Euro und ich muss euch ganz, ganz klar sagen, dass ich eigentlich bei 600 Euro kann ich mindestens 750 Cubic Inch Daune erwarten. Diese Cubic Inch besagt in einem vorgegebenen Zylinder, wie weit Daune aufbauscht, wenn man so und so viel Gramm reintut und wie weit das hochkommt. Das ist ein Messverfahren, was ein standardisiertes Messverfahren für Daunenqualitäten. Das ist der Punkt, was ich hier dran sehr, sehr vermisse. Ich habe auch festgestellt, gerade im Bereich, wenn ich irgendwie bei Feuchtigkeit, fand ich diesen Stoff, der hier verwendet wird, der ist nicht so wasserabweisend. Also die Daune reagiert sehr auf Feuchtigkeit, war mein Eindruck. Ich habe eben, wie gesagt, Vergleichsschlafsäcke, die nicht so heftig darauf reagieren. Und ja, das war so eine Sache, die ich, wo ich ein ganz klein bisschen enttäuscht bin, dass gerade in diesem Upper Class Segment von Carinthia, wo sie sich gerade da profilieren wollen mit der Daune, dass ich da sagen kann, dass die Daune hier wirklich ein bisschen doller sein könnte. So, das, was ich beim Defense 4 bemängelt habe, ist hier nicht. Wir haben hier einen schönen Daunenkragen, kann man hier mit Druckknöpfen zumachen und dann auch zuziehen. Hier ist der Zuzieher und dann kann man sich das schön warm machen und dann kommt die Kälte nicht immer so rein. Das finde ich sehr, sehr schön und da muss ich sagen, das ist gut gelungen. Mittelreißverschluss, ja, muss ich sagen, ich bin eher der Freund von Seitenreißverschlüssen. Das ist hier für die militärische Anwendung natürlich, ist bei vielen das vorgegeben. Ah, jetzt hakt das hier schon wieder ein. Das musst du immer fummeln, damit du den zumachen kannst, weil immer die Klettis gegenüber miteinander sich verhaken. Und das ist absoluter Nerv. Der Reißverschluss hier ist ja dieses, dass ihr, jetzt haben wir schon, oh, seht ihr, wir haben mal eben gerade den,
den Dings abgerissen hier. Zack, war ab. Einmal aufgemacht mit Schnelligkeit ist mir hier gerade der der gute Wärmekragen hier abgerissen, ausgerissen. Jetzt habe ich hier ein schönes Daunenloch. Jo, dann muss man den mal flicken. Ja, schade, dass das so simpel und so wenig ab kann. Auf jeden Fall ist dieser Reißverschluss ja genau diese Sache zum Rausreißen. Also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man den Daunenkragen hier einfach so rausreißen kann. Ja, simple as it is, ja. Dieser Schlafsack hat als Survival noch ein Feature, was ich euch mal eben zeigen möchte. Und zwar könnt ihr den mit diesen Ärmeln als Mantel tragen. Guckt euch das mal an. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat aus lauter Oliv ein Mäntlein um. Ja, die Frage, die sich mir stellt, mache ich das? Weil hier durch diese Sache sind hier etliche Schlaufen. Diese Ärmel sind nicht wirklich isoliert. Das ist nur so Nylonmaterial mit einer Handstulpe. Nutze ich das wirklich? Ich benutze es nicht. Und wenn ich jetzt nochmal wählen würde, würde ich den Survival Down, also den Down 1000 einfach nehmen. Und ich glaube, den Rat aussprechen zu können, dass der Down 1000 der bessere Schlafsack ist, weil da nicht dieser Krempel, entschuldigt bitte diesen Ausdruck jetzt, nee, weil da nicht so viel Getüdel dran ist. Diese Reißverschlüsse hier, Innenreißverschlüsse, diese Ärmel, dann hier die Gurtbänder, dieser ganze Kladderadatsch, das wiegt nämlich alles. Und da der Schlafsack ohnehin nicht zu den Leichtgewichten gehört, kann man sagen, dass es wohl aus meiner Sicht die bessere Wahl ist, ohne dieses Survival-Feature, dass man den als Mantel trägt, kaufen sollte. Weil ich kann immer noch jeden Schlafsack unten aufmachen und die Füße rausstrecken und mir den überziehen. Also das geht mit vielen anderen Schlafsäcken auch ziemlich einfach. Ja, mein Eindruck. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Ich bin, wie gesagt, das ist so ein, so ich bin eher so ein Keep it simple, stupid Typ. Das ist mir zu viel Getüdel. Im Hintergrund seht ihr übrigens ein ganz tolles Zelt von der Firma Expat. Eins der besten Outdoor-Zelte, die ich so kenne mit. Und das ist das Orion. Und das hier ist was ganz Neues, das Orion 2 Extrem. Der Prototyp. Und ich bin gerade am Testen mit dem Prototyp und ich darf da schon mal so einen kleinen Spoiler hier geben. Es gibt für 2023 gibt es bald neue Orions, die ganz viel neue, geile Features haben. So, ich tüdel mich mal hier wieder aus diesem Rucksacksystem. Ich würde mal sagen, viele werden sich freuen, dass er so weit ist. Es gibt genug Leute, die klaustrophobische Anfälle haben. Ich persönlich bin eher der Typ, der engere Schlafsäcke lieber mag. Ob ihr die Ärmelsachen hier mögt oder nicht, das ist Geschmackssache. Es ist ganz klar ein Feature, was viele als cool sich vorstellen. Ich bin da nicht so ganz der Freund von. Schlafsackqualität ist meines Erachtens so im Großen und Ganzen haptisch fühlt er sich gut an. Das mit dem Wärmekragen eben, dass der so leicht sich da löst und rausreißt, weil man mal eben kurz der eine Druckknopf noch fest war und man das öffnen will, und das ist ja eine Sache, die bei klaustrophobischen Anfällen schnell mal passiert, und der ganze
hier der ganze Wärmekragen rausreißt. Das halte ich mal für das Konzept nicht passend. Da könnte er stabiler sein. Im Großen und Ganzen ein sehr, sehr bequemer Schlafsack. Ich würde sagen, maximal Komfortbereich minus 10. Bei minus 5 empfehle ich schon mal ein paar Socken dazu zu nehmen, weil ich hatte bei minus 5 so ein leichtes Zartfrösteln schon mal gehabt. Das macht dann wieder nämlich der weite Schnitt. Die Reißverschlussabdeckleiste finde ich etwas schade. Das ist mit den Klettis, das ist wirklich störend. Das geht einem so auf die Nerven. Das ist sehr schade. Die Tankers gleiten schlecht im Vergleich zu anderen. Also hier die Zuzieher, das ist meines Erachtens auch noch verbesserungswürdig von Carinthia. Also Carinthia hat sich meines Erachtens sehr, sehr, sehr lange auf den Nimbus Carinthia Defense 4 ausgeruht, hat dann ein paar Daunenschlafsäcke gebaut. Ich habe die neueren Zivilversion-Modelle leider noch nicht in der Mache gehabt. Aber hier sieht man deutlich noch, dass da noch Luft nach oben ist. Da könnten die noch ganz doll nachbessern. Und mein Eindruck ist da etwas zwiegespalten. Zum einen schlafe ich sehr gut in dem Ding. Ich finde ihn sehr behaglich, gemütlich. Zum anderen ist er sehr voluminös, sehr, sehr auftragend. Und da muss man wieder sehen, dass wenn man dann im zivilen Sektor geht, da macht ein Schlafsack mit 600 Gramm Daune im Zivilbereich, 600 Gramm guter Daune, schafft die gleiche Wärmeleistung wie dieser Schlafsack und mit 1 Kilo Daune. Zum Vergleich, ich habe einen Winterschlafsack, der von einer Top-Firma wie Western Mountaineering, ein Puma mit 1 Kilo Daune. Dieser Schlafsack macht lässige minus 25 Grad. Macht der ganz, ganz lässig. Also im Komfortbereich. Ne? Also muss man eben sehen. Und das ist der Unterschied in den Qualitäten. Und dafür ist er mir doch recht hochpreisig mit fast 600 Euro. Der Down und dieser hier. Und daher ist mein Fazit so zwiegespalten. Komfort, ja, geil. Und jetzt hier für Trekking eher nicht so mein Rucksack. Dafür ist er mir zu auftragend, obwohl er viel besser zu komprimieren ist wie ein Defense 4 zum Beispiel. Mit dabei ist so ein Packsack, hier so ein Stausack und eben so ein Kompressionssack. Seit neuestem wird der Kompressionssack vom Defense 4 oder Defense 6 ja auch als Fritz Meinecke Unterhose angeboten bei Carinthia. Die Seven vs. Wild Unterhose. Ja, das war's dazu. Zwiegespaltenes Fazit. Wie ihr seht, da ist noch viel Luft nach oben. Ich werde mich auf jeden Fall mit Carinthia noch mal dazu äußern, da mal drüber sprechen. Und das wäre es auch so. Schreibt mal fleißig in die Kommis rein. Was haltet ihr davon? Also ich halte ihn für den besseren Defense 4 zumindest. Jo, das wär's, liebe Leute. Wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Tschüss.
This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.